Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du heute auch wieder dabei bist. Heute geht es um das Thema Songauswahl für Contra-Altos. Es gibt ja eigentlich so gut wie gar nichts auf YouTube und ich bin ja selber auch Contra-Alto und befinde mich auch im tiefsten weiblichen Register. Auch meine Stimmfarbe, mein Stimmklang ist relativ tief, war auch immer tief. Und immer wenn es so in Richtung Songauswahl geht, hatte ich immer massive Probleme, gute Songs zu finden. Heute würde ich euch gerne mal so ein paar Tipps geben, was so schöne Contra-Alto-Songs sind und in welchem Level die sich befinden. Jetzt fährt natürlich voll das Flugzeug gerade vorbei. Dass überhaupt noch eins fliegt wegen Corona, ist auch schon mal wieder, ne? Aber... Jetzt neu bei uns, Gesangsgruppenunterricht. Jeden Samstagmorgen für 9,90 Euro die Stunde. Popgesang für Anfänger, Masterclasses oder Einzelstunden findest du bei tanjalevivocalstudio.com. Übungspakete gibt es schon ab 13,99 €. Wie singst du mit Power? Was ist Mix Voice und wie kann ich Töne treffen? Hol dir jetzt dein Übungspaket oder starte mit Gesangsunterricht auf tanjalevivocalstudio.com. Ja, lass uns doch mal direkt loslegen. Fangen wir mal direkt an mit Adele. Adele ist ja bekanntlich laut Wikipedia und auch was man so hört, auch im Bereich Contra-Alto. Und da kann man auch immer noch mal gucken, wo der Schwierigkeitsgrad ist. Ich finde, gute Songs von ihr sind A Set Fire to the Rain. Hello ist definitiv auch ein richtig guter Song, wo man schön im Bruststimmregister durchsingen kann, im Chorus. Sie befindet sich auch relativ bequem, also es ist alles in so einer relativ bequemen Lage. Also Set Fire ist ganz gut, du hast da ein bisschen mehr Spielraum, kannst Power zeigen, kannst dich aber auch zurücknehmen. Du hast einmal A Hello und grundsätzlich eigentlich so die Richtung Adele. Auch Skyfall ist auch klasse, weil du halt diesen schönen Chorus hast, der so sensationell gut aufgeht. Das heißt, du hast da die Möglichkeit nochmal durchzupowern, ohne das Gefühl zu haben, es ist viel zu hoch. Ein Song von ihr, den ich relativ schwierig finde und auch bei anderen Contra-Altos gesehen habe, ist Rolling in the Deep. Und da geht es doch nochmal einen Ticken höher im Chorus. Und das schafft nicht jeder Contra-Alto. Viele haben das Gefühl, die erwürgen sich dann auch an dieser Stelle im Chorus. We could have had it all. Ja, und wenn man dann, sag ich jetzt mal, verkrampft ist, die falsche Technik hat, den Kiefer nicht locker lassen kann oder überhaupt einfach grundsätzlich keine Technik hat, ich glaube, es kann schwierig werden, alleine durchzukommen. Contra-Alto ist natürlich auch nicht gleich Contra-Alto. Wir sind ja nicht im klassischen Gesang, wo man natürlich alles nach Fächern regelt, sondern in Popmusik ist es eigentlich relativ egal, sage ich jetzt mal so. Es gibt ja auch Contra-Altos, die haben einfach eine höhere oder eine größere Range. Und dann gibt es Contra-Altos, die haben nicht so eine größere Range. Und ja, es gibt Contra-Altos, die können einfach ein bisschen mehr Lieder singen. Es ist jetzt nicht hier wie im Englischen One Size Fits Them All. Das ist also wirklich nicht so. Man muss dann auch wieder individuell schauen. Ne? Also kann auch sein, dass Adele einfach zu hoch für dich ist oder zu tief für dich ist. Dann gibt es noch einige Songs von, sage ich mal, nicht Contra-Altos, sondern eher Mezzo oder Mezzo-Sopran. Zum Beispiel wie Christina Aguilera. So im Schnitt gibt es so ein paar Songs, die kann man durchaus nachsingen. Zum Beispiel Beautiful ist jetzt natürlich auch schon wieder eine alte Nummer. Aber Beautiful ist auch so ein Song, der geht auch für Contra-Altos. Hurt geht auch für Contra-Altos, kann man durchaus machen. Man muss ja auch nicht in diesen hohen Passagen immer auf Bruststimme singen. Man kann ja auch mal eine andere Harmonie singen, die deutlich bequemer ist. Das ist völlig erlaubt. Es sei denn, du bewirbst dich jetzt für eine Musical-Audition, dann musst du auch einen Contra-Alto-Song nehmen. Ja, auch eine Kandidatin für gute Songs oder interessante Songs wäre vielleicht Miley Cyrus. Da kann man auch nochmal schauen. Nothing Breaks Like a Heart oder Wrecking Ball. Ich glaube, Malibu oder so. Es gibt schon ein paar Songs, die man mal von ihr auch ausschauen kann. Die Frage ist natürlich, was ist die Intention deiner Songauswahl? Willst du damit zum Casting gehen und willst du damit dein Register zeigen? Willst du damit zeigen, was du alles drauf hast? Oder ist es jetzt einfach nur so für irgendeinen bestimmten Auftritt, aber es muss jetzt nichts Dolles sein? Falls du an einem Wettbewerb teilnehmen möchtest, würde ich mal so in die Richtung Conchita Wurst schauen. Würde ich vielleicht auch mal in die Richtung My Immortal schauen von, wie heißen die, von Evanescence.
Ich hab's richtig ausgesprochen, ey, obwohl das jetzt schon wieder so viele Jahre her ist, ne? Evanescence ist auch klasse, My Immortal, wenn an guten Tagen und wenn mit gutem Training kann ein Contralto auch ein bisschen mehr außerhalb seines Registers singen. Und an guten Tagen kriegt man das auch hin. Also das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Pink ist auch nochmal eine Möglichkeit, um da nochmal reinzuschauen und zu experimentieren. Ja, so viele Contraltos gibt es eigentlich nicht in der Musikbranche, sage ich jetzt mal so. Es ist doch alles sehr... Mezzo, Mezzo, Sopran, Sopran. Es gibt halt noch so ein paar Lana Del Reys und Dua Lipas, sage ich jetzt mal so. Aber dort ist ja auch viel Sprechgesang, also so richtig Gesang wie jetzt eine Mariah Carey oder so. Ich würde das eher so in die Kategorie Sprechgesang nehmen, gerade so bei Dua Lipa. Und da passiert auch nach einer Zeit nicht so viel. Es ist halt sehr viele Wörter, ja, Sprechgesang halt. Aber es ist bequem und es ist vielleicht ganz gut für so eine Party oder so oder... Mal, ne, wenn man in so einer Coverband ist und dann einfach Bock auf Stimmung hat, könnte, und dann, also als Contralto, könnte man da nochmal reinschauen. Ja, hier jetzt auch nochmal ein paar Kandidatinnen, die man sich mal anschauen kann. Einmal Cher, Sade, Diana Krall. Diana Krall ist klasse, ist ganz toll, aber sind auch nicht so, man hat nicht so viel Spielraum als Contralto hier. Also nicht so wie bei Adele, wo man doch noch ein bisschen mehr Gas geben muss, ein bisschen mehr Power hat, gerade in den Choris. Tina Turner ist zum Beispiel auch relativ gut, würde ich fast sogar auch empfehlen, weil es auch noch alles in einer sehr bequemen Lage stattfindet. Natürlich kann man weiter an seinem Mix arbeiten und weiter auch an seinem Belt oder einfach an seinem Register und das Register einfach mal ein bisschen erweitern im Sinne von Mix Voice, weil das ist ganz häufig so, was die Contraltos gerne möchten, also die weiblichen vor allem, ne, das Video geht ja um die weiblichen, die möchten vor allem einfach ein bisschen mehr Umfang haben, damit sie auch eine größere Songauswahl singen können. Ja, man kann eben die Contraltos nicht alle über einen Kamm scheren, weil es gibt auch Contraltos, die haben ein viel flexibleres Register. Mensch, das war ja heute ein sehr schwieriges Wort. Und die können auch durchaus Christina Aguilera singen ohne Probleme. Wobei dann ist natürlich die Frage, sind die dann Contraltos? Naja, okay, gut. Lasst mir doch einen Daumen hoch da, ein Abonnement, Hashtag starke Stimme, nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Alltag. Und schreibt mir doch mal rein, was sind eure Lieblingslieder, die ihr singt als Contraltos? Seid ihr selber Contraltos? Und ja, schreibt mir doch mal eure Lieder rein. Schreibt mir doch mal in den Kommentaren rein, was ihr so singt als Contraltos. Man kann sich ja vielleicht nochmal untereinander Tipps geben in den Kommentaren, was so gerade passt und was nicht. Und ja, und ich sehe euch jetzt im folgenden Video und da geht es zum Thema Mix Voice, weil das ist doch eigentlich total interessant. Also hier einmal Mix Voice für euch und ein anderes Video.